was vielleicht schon zu alt ist, in Form von nicht richtig vergoldet und nicht richtig mit Schwefelsäure abgerieben, sondern nur mal kurz eingetaucht. Und deshalb muss man dann immer im, ich sag mal, im optimalen Bereich arbeiten und dann schafft es auch jeder. Ja. Ist natürlich immer so, wenn man mit 50 Milliliter arbeitet, um das Ganze mal zu testen und das Ganze nicht gleich zum Erfolg führt, dann schmeißen viele immer gleich hin und sagen, kann ich nicht. Ich biete hier immer auch eine Schulung an, dass man sagt, komm vorbei, ja, machen wir das hier nochmal gemeinsam. Oder man muss halt einfach auch, wie in vielen anderen Bereichen, einfach sagen, ich muss ein bisschen was investieren, um zum Erfolg zu kommen. So, das ist ganz wichtig. Schwarzruthenium und diese ganzen schwarzen Beschichtungen mit dem sogenannten Graphitstab und der Graphitelektrode, ja, da natürlich nicht zudrehen wie ein Wahnsinniger und auch nicht drücken, sonst knickt sie ab. Ja. Und jetzt hier das Elektrolyt aufbringen. Es geht natürlich jetzt ein bisschen langsamer. Ja, da sind viele verwöhnt und sagen, wow, Silber ging schnell, Gold ging schnell. Und dieses Schwarze, das dauert halt einfach, das kann es doch nicht sein. Ja, aber das ist so. Es muss sich ja erst ein bisschen anlegen. Ja, und deshalb, wie gesagt, wenn ich es jetzt warm gemacht hätte von Anfang an, wäre es natürlich schon ein bisschen schneller gegangen. Ich erhöhe jetzt mal die Spannung auf 5 Volt. Und jetzt sieht man, dass sich langsam, aber ganz langsam abscheidet. Und wie gesagt, ob ich jetzt hier so kleinere Flächen mache, ganz kleinere Flächen oder letztendlich auch ganz große Flächen, spielt überhaupt keine Rolle, weil wir uns Schritt für Schritt nach vorn arbeiten und es keine Übergänge gibt. Das heißt, egal wie groß die Fläche ist, ich arbeite mich Schritt für Schritt, ja, Millimeter, Zentimeter für Zentimeter nach vorne und habe hier immer eine gleiche Abscheidung. Der Glanz, wie gesagt, kommt immer vom Untergrund. Das heißt, wenn es vorher geglänzt hat, bleibt, wird die Schicht auch glänzen. Ist sie matt, porös, gebürstet, bleibt es dann auch so. Wir werden also kaum eine Überdeckung schaffen, es sei denn, man beschichtet sehr dick mit Kupfer, was sich sehr schnell und dick auftragen lässt. Aber letztendlich ist es wichtig, dass man vorher, ja, was ich ja vorher schon angesprochen habe, richtig die Fläche so bearbeitet, damit das Finish dann auch passt. Also der Glanzgrad kommt nicht vom Beschichten, sondern von der Vorarbeit. Sau in der Badgar war nicht so. Also es ist nicht so, dass man da irgendwelche verlepperten Teile dann mal kurz in den Säurebad hält, dann kommt das alles toll raus, sondern da wird auch gearbeitet. So, man sieht die Abscheidung super schön dunkel. Ich denke, für den einen oder anderen hat es sich doch gelohnt zuzuschauen. Ja, ja, ist immer so. Manche, die sagen immer, es ist schön, dass du so viel redest. Wir haben ziemlich identische Meinungen auch, oder was allgemein betrifft. Ja, ist auch immer schön, wenn man ein bisschen privat sich austauscht. Manche sagen, da rede ich schon ein bisschen viel. Ich konzentriere mich eigentlich aufs Wesentliche. Ich brauche Informationen. Aber das könnte man ja dann filtern. Ja? Wenn man einfach sagt, okay, jetzt hat er viel zu viel über das Polieren geredet. Beim nächsten Film rede ich zu wenig über das Polieren. Es kommt auch immer, dass sie sagen, ja, sprecht das mal ein bisschen mehr an. Ja. Aber so sieht das hier aus. Und wer sich wirklich noch nicht sicher ist und sagt, das traue ich mir nicht irgendwie, kommt einfach mal vorbei. Und dann macht man das hier im Rahmen einer kostenlosen Vorführung, Präsentation. Ich beiß nicht und ich bin auch nicht der Zwangsverkäufer. Ich muss nichts verkaufen. Ja, ich verkaufe es gerne. Und deshalb ist auch so, wenn jemand sagt, ich habe ein eigenes Projekt, ich habe eine gewisse Vorstellung, was ich machen möchte, dann kann man das ja hier schauen und üben, probieren, ob es dann auch so leicht geht, ob es funktioniert. Und wenn man sagt, nee, komm jetzt hier zu keinem Ergebnis, dann ist es auch okay. Ja, wird hier niemand überzeugt und überredet. Das ist nicht meine Art. So, wenn man jetzt fertig ist, nochmal mit Wasser abspült, dann nimmt man nochmal 10%ige Schwefelsäure und fährt über die Fläche. Und das ist das sogenannte Verdichten. Das heißt, die Schwefelsäure drückt jetzt diese Beschichtung nochmal tief in die Metallporen rein, verdichtet das Ganze und verstärkt die Haftung. Auch ist wichtig, dass man bei schwarzen Beschichtungen nicht nur kurz mal drüber fährt und sagt, wow, das ist jetzt schwarz, das passt, sondern die Schichtdicke sollte natürlich auch passen, ja, entsprechend, dass man dann wirklich entsprechend dick beschichtet, wenn es dann halt, wie jetzt bei so einem Verdampfer oder bei irgendwelchen Teilen, Schmuck oder so, dass es da quasi permanent benutzt wird. Von dem her sieht es dann so aus, ja. Schöne schwarze Optik, ganz toll, ja. Kann man noch ein bisschen sanft auf Glanz bringen, aber ansonsten wäre das jetzt die Vorgehensweise. Also nochmal für
Für die, die gerade zugeschaltet haben, nee, Quatsch, ist ja gut, ne? Hochglanzpolieren, wenn erforderlich, auf jeden Fall das Teil immer mit dem sogenannten Entfetter entfetten. Wenn man es mit Spannung macht, so um die 3-4 Volt reicht vollkommen aus. Als zweiter Schritt, sogenannte Aktivieren mit dem Aktivator bei 2,7 Volt. Spülen mit destilliertem Wasser. Vergolden mit Goldflash oder mit Gold 8 Gramm. Brauche ich keine Geschichte, einfach nur, dass es schön Gold ist. Spülen mit destilliertem Wasser. Nehmen wir 10%ige Schwefelsäure. Die Quelle nenne ich, das ist überhaupt kein Problem. Reibt es richtig ab, auch die Minusklemme. Dann nehmen wir schwarzes Ruthenium oder schwarzes Rhodium, schwarzes Chrom, erwärmen es auf 60 Grad, damit es richtig heiß wird. Den Löffel oder das Teil, was beschichtet wird, auch ganz kurz ins warme Wasser legen, dass alles richtig warm ist. Erleichtert das Ganze. Dann nehme ich einen Bluespol mit dem sogenannten Graphitstab, stecke meistens, wenn es geht, einen nagelneuen Stoffpad drauf. Wenn der so richtig lapprig und schon ein bisschen zuzogen ist, ja, dann kann es sein, dass auch da dessen Schwachpunkt ist, dass bei der Beschichtung Fehler entstehen oder Flecken. Und der wichtigste Punkt ist, wer da hinten kein 25-Ampere-Gerät hat, sondern irgendwelche mit so albernen 3 oder 4 oder 5-Volt-Geräten arbeiten möchte, wenn es da Störungen gibt, dran denken, passt der Strom nicht, die Stromdichte funktioniert nicht, dann bitte ein 25-Ampere-Gerät. Wo man das kauft, ist mir eigentlich völlig egal. Bei mir im Shop gibt es für 155 Euro eins. Ich weiß, dass ich eigentlich beim Haupthersteller die Sachen günstig einkaufe und eigentlich den aktuellen Verkaufspreis eigentlich fast um 20 Euro unterbiete. Von dem her ist es so, dass man es bei mir eigentlich günstig kaufen kann. Wer aber sagt, ich habe irgendwo einen Bekannten eins aufgetrieben, wie auch immer, ist es toll, nutzt das. Aber wie gesagt, wenn es unter 25 Ampere ist, ist das ganz schlecht. Dann beschichten, schön auftragen, entscheiden ab 3 Volt, teilweise bis 5 Volt hochgehen. Wenn die Fläche fertig ist, schön schwarz, schauen, dass man richtig dick beschichtet hat, mit Wasser spülen und dann erneut nochmal mit 10%iger Schwefelsäure das Ganze verdichten, mit Wasser spülen, schön polieren und dann sieht das Ding so aus und dann schafft ihr alles. Wer Fragen hat, bitte melden bei www.betzmer-galvanik.de. Ja, da erreicht man mich, auch meine Handynummer, WhatsApp, kann man mir auch jederzeit eine Nachricht schreiben. Wer sagt, ich hätte gerne mir mal das persönlich angeschaut, kommt vorbei. Ich bin in Pfullendorf, in der Nähe vom Bodensee, mittig, Höhe Überlingen. Ist gut, verkehrstechnisch gut zu erreichen. Termine gern unter der Wochenende und natürlich für alle unsere Arbeiter, die sagen, ich komme am Wochenende, unter der Woche nicht raus, natürlich gern auch am Wochenende. Samstag, Sonntag sind überhaupt kein Problem. Ja, einfach für einen Termin kurz anfragen und dann zeigt man das. Wenn man fertig ist, klar mit Wasser spülen, damit diese ganzen gelösten Salze nicht auf der Fläche reagieren. Gerade hier in der Minusklemme läuft natürlich immer mal das Elektrolyt hier durch und hier unten bildet sich Flukost. Becher gut verschließen. Das ist auch noch wichtig. Wie gesagt, die großen Becher mit Elektrode zumachen. Die kleinen Becher kann man nur den Stoffpad drin lagern, richtig zumachen. Und dann auch hier auf der Arbeitsfläche nicht so viel rumstehen haben, weil es natürlich so ist, dass das Kabel hier wie so eine Schlange sich über die Platte schlängelt und das eine oder andere Elektrolyt einfach mal runterschmeißt. Ja, und dann ist das natürlich so, dass es dann zu unschönen Situationen kommt, ja, dass man dann plötzlich 200 Milliliter Gold über den Arbeitsplatz hat schwimmen sehen und dann ist das nicht schön. Ich freue mich auch nicht drüber. Ja, ich freue mich über Fotos, über Erfolge. Ich freue mich über jeden glücklichen Kunden, weil jeder glückliche Kunde ist für mich immer Bestätigung, dass es machbar und möglich ist, gell? Das ist so, wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann wirklich sagen, du, ich habe so ein Gerät mal gekauft für 400 Euro und ich habe da echt schon eine Menge Geld verdient, einfach so im Nebenberuf, im Nebenhobby, dann ist das doch toll. Oder dass man sagt, man macht mal 50 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, je nachdem, wo man die Aufträge generiert. Und das ist doch schöne Sache mit so einem kleinen Arbeitsplatz, ja, 40 auf 30, sage ich immer. Und man kann hier alles machen. Also ich habe hier teilweise Kessel für die Brauereien stehen, die sind 1 Meter hoch, 40 Zentimeter Durchmesser. Die sind so schwer, also 20 Kilo, die würden aus jeder Halterung fallen in der Galvanik, wenn es überhaupt so große Goldbäder gibt. Also von dem her ist der Markt gigantisch. Münzen, Schmuck, ja, Besteck, Uhren, Autoteile, Motorradteile, Flugzeugteile, Golf, Schlüsselanhänger, alles Mögliche, Oldtimer-Restauration, Messing vergolden, damit es nicht mehr anläuft, Silberschmuck vergolden, damit man nicht mehr anläuft. Man kann Silberschmuck rodinieren, man kann Weiß vergolden, man kann Grün vergolden. Ich zeige es nochmal hier. Ja, das ist jetzt ein Grüngold,
Grüngoldstichig. Man kann so viele Dinge machen. Schmuck mit Perlen, ja, man kann es im eingebauten Zustand, man braucht nichts zerlegen, man kann es am Auto machen. Wer auf meiner Facebook-Seite mal schaut, da sieht ja unendlich viele Beispiele von hauptsächlich mir und auch meinen Geschäftspartnern und Lizenznehmern, die da mit schon fleißig arbeiten. Ich jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren. Also von dem her haben wir einen großen Erfahrungsschatz und wie gesagt, das gebe ich alles gerne weiter. Also in dem Sinne wünsche ich euch, heute ist Freitag, schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und bei Fragen, wie gesagt, hemmungslos melden. Bis dann!